Finnlach, ja? Okay, und Action, yes. Achso, genau. Was ich interessant finde, ist, dass Sie tatsächlich jetzt die zweite Reihe freigelassen haben. Und weil Sie quasi mit mir reden wollen, rutschen Sie nach hinten, weil ich nur mit den hinten reden wollte. So ist das nicht. Wir können auch zusammenarbeiten. Lineare Algebra haben wir beim letzten Mal angefangen. Das ist die Geschichte mit den Matrizen. Und wenn Sie jetzt sowas hier sehen, was sagt Ihnen das? Ja. Okay, und aber sagt Ihnen das noch was im Sinne von Abbildung oder sowas? Ja, also genau, also Sie sollen, wenn Sie so eine Matrix sehen, sollen Sie daran denken, das ist eine lineare Abbildung von Vektoren auf Vektoren. Das heißt, wenn Sie irgendeinen Vektor A nehmen, dann können Sie damit einen neuen Vektor machen, A, dieses Objekt mit dem A. Und im Allgemeinen ist der hier länger oder kürzer als der, der Gesamte ist länger oder kürzer als der und auch gedreht, das ist der Witz. Und bei linearen Abbildungen sieht man hier, diese Zahlen sagen einem, wohin die Basisvektoren abgebildet werden. Der Basisvektor 1, 0 wird durch diese Matrix, durch dieses Ding da, abgebildet auf den ersten. Also, wie soll ich das intelligent schreiben? 2,1. Aber wenn Sie das jetzt nachlesen, dann wissen Sie nicht mehr, wie habe ich darauf gekommen. Ich bin darauf gekommen, weil das hier ist E1, der Basisvektor E1. Und deswegen habe ich in der ersten Spalte nachgeguckt. Und das, was hier steht, ist das Bild des ersten. Als Grafik sieht das so aus. Das hier ist mein E1. Das hier ist E1, der erste Basisvektor in die X-Richtung. Der da, und der wird durch diese Matrix, durch diese lineare Abbildung abgebildet auf das, was hier in der ersten Spalte steht. Also 2, 1, das heißt 2 nach rechts und 1 nach oben dahin. Der, das nenne ich das Bild, die Bilder nenne ich mit dem Strich. Das ist das gleiche wie A auf diesen Basisvektor. Und der zweite, das Bild des zweiten Basisvektors, dieses Dings hier, E2, steht in der zweiten Spalte und dann sieht man, oh, das ist 1 nach rechts und 2 nach oben, da. E2', das ist das Abbild von E2. Das sieht man also, wenn man diese Matrix aufmalt, das ist eine lineare Abbildung, man kann sehen, wo die Basisvektoren hingehen. Wie sähe das denn aus für eine nichtlineare Abbildung? Wie würde man denn eine Abbildung schreiben, A, die nicht linear ist? Schulterzucken? Richtig, Schulterzucken, ja? Also sozusagen hier wieder die vier Zahlen und dann da rein irgendwelche Variablen. Die Antwort mit Schulterzucken war besser, denn das sieht ganz, ganz, ganz anders aus. Also ich meine, das kann man so gar nicht schreiben. In dieser ganzen Matrix-Geschichte ist eingebaut, dass das linear ist. Dadurch, dass Sie jetzt hier eine Abhängigkeit von Variablen reinbringen, machen Sie das nicht linear, sondern Sie kriegen dann halt, dass Ihre Abbildung von der Variablen abhängt, je nachdem, was da für ein Wert ist, mit dem Drehwinkel zum Beispiel, dann kann das eine andere lineare Abbildung sein für andere Werte dieser Variablen. Aber das ist per Konstruktion immer eine lineare Abbildung. Das will ich damit sagen. Also das ist sehr, sehr speziell hier. Und nur in diesem Fall redet man überhaupt von diesem ganzen linearen Algebra-Zeug. Die Matrizen sind automatisch mit der Linearität verbunden. Und was heißt das jetzt nochmal, wenn eine Abbildung eine lineare Abbildung ist? Ja. Zum Beispiel die, ja? Genau, und das kriegen Sie nämlich nicht häufig. Genau. Und das ist eine große Einschränkung an die Abbildung, eine, die wir machen wollen, aber das ist eine große Einschränkung. Zum Beispiel wird der Ursprung immer auf den Ursprung abgebildet und solche Dinge. Und deswegen brauchen Sie, weil das so einschränkend ist, nicht viel über die Abbildung wissen,
Es reicht Ihnen zu wissen, wohin diese Basisvektoren abgebildet werden, die grünen. Denn wenn Sie das wissen, dann kennen Sie bereits die Abbildung für beliebige Vektoren. Insbesondere zum Beispiel die Summe. Wenn Sie die Summe von den beiden Basisvektoren haben, das ist der hier, das ist ein anderer Vektor, dessen Abbild steht nicht sofort hier zum Ablesen bereit, aber Sie können das sofort sagen, was da rauskommen muss, denn dieser Vektor ist die Summe der beiden und die beiden haben diese Abbilder, also muss die Summe dieser Urbilder, die das Abbild haben, was der Summe dieser Vektoren entspricht, dann müssen Sie einfach hier konstruieren, da ist irgend so ein Vektor da oben. Aber der liegt fest bereits dann, wenn wir wissen, wohin diese Basisvektoren abgebildet werden. Das ist also sehr speziell. Und dann können Sie weitergehen, andere Summen oder Faktoren. Das Doppelte von dem wird auf das Doppelte von dem abgebildet und so fort. Sie brauchen wirklich nur sagen, wohin geht die Basis und dann haben Sie bereits die Abbildung komplett festgelegt. Und deswegen haben wir gesagt, wir malen einfach so eine Tabelle, wo wir die Zahlen raufschreiben. Das legt die lineare Abbildung fest. Würden wir über nicht-lineare Abbildung sprechen, müssten wir ein komplett neues Konzept aufbauen. Und dann haben wir verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, wie man jetzt schnell herausfinden kann, wo Vektoren abgebildet werden, deren Projektionen man kennt. Also wenn wir irgendeinen Vektor A haben, diesen hier, das ist A, der hat die Komponenten A1 und A2 und man möchte gerne schnell wissen, was da rauskommt. Und da gab es hier diese Regel, wenn ich diese Matrix gegeben habe durch ihre Zahlen, das machen wir so, in zwei Dimensionen sind das immer diese vier Zahlen, das sollen jetzt diese vier Zahlen sein und die sind so nummeriert, dass der erste Index die Zeile angibt, erste Zeile, zweite Zeile, zweite Zeile, der zweite ist die Spalte, erste Spalte, zweite Spalte, zweite Spalte. Das ist jetzt hier so ein Ding allgemein und wenn Sie einen Vektor A1 und A2 abbilden wollen, dann können Sie direkt ablesen, was da rauskommt, indem Sie hier so ein Produkt ausführen, die Spalte auf die Zeile legen, da kommt dann raus A1, 1, A1 plus A1, 2, A2 für die x-Komponente des neuen, des Abbilds und hier unten das da drauf und dann kriegt man A2, 1, A1 plus A2, 2, A2. So, das kann man dann irgendwie auch so eine Art Matrixprodukt. Das ist noch nicht ganz ein Matrixprodukt, weil sie nur eine Matrix und diese Spalte haben, aber das ist schon irgendwie das Gleiche. Dann ging es darum, Abbildungen hintereinander auszuführen, Komposition von Abbildungen, wenn Sie zwei haben. Sie können erst mit A und dann mit B. Das hieße dann, also wenn Sie zum Beispiel von A erst mit A zu AA gehen und dann nochmal das B obendrauf, das heißt B auf dieses AA, dann landen Sie irgendwo und Sie hätten da auch landen können, indem Sie direkt mit einer Abbildung, mit einer linearen Abbildung gehen können. Und das wäre dann, das funktioniert dann, ja, das ist auch C mal A und das heißt, das C muss B A sein. Der Punkt ist, wenn Sie zwei lineare Abbildungen hintereinander ausführen, dann hat das einen Effekt, den man auch durch eine einzige lineare Abbildung erzielen kann. Und diese Komposition von den beiden Abbildungen wird dann wieder dargestellt durch so eine Matrix mit ihren Zahlen C11, C12, C21, C22. Und die Frage ist, was sind das für Zahlen, wenn die Matrizen A und B gegeben sind? Und also das heißt, wenn Sie A11, A12, A21, A22 haben und dann B, ach so, jetzt habe ich eine andere Reihenfolge. Stört Sie das? Stört Sie, ne? Ich kenne Sie, das stört Sie. B, 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 A11, A12, A21, A22. Und dann das gleiche Art von Produkt hier, nur zweimal hintereinander. Erstmal, als würden Sie diesen Vektor mit dieser Matrix multiplizieren und dann würden Sie diesen Vektor mit dieser Matrix multiplizieren. Also das ist B11, A11 plus B12, A21, Sie kennen das, Sie können das nachlesen. Also wir haben das ja gesagt. Das gleiche Produkt wieder oben. Man kann Matrizen also multiplizieren. Und dann haben wir, ja? Damit Sie sehen, dass das eine Matrix ist, eine Abbildung. Das ist das Gleiche, warum ich einen Pfeil über dieses Ding male. Also
im Prinzip nur aus Spaß. Man kann das auch weglassen, wenn man weiß, was das für ein Objekt ist. Das soll betonen, dass das eine Matrix ist, was Neues. Ich habe gelernt, es gibt Menschen, die ja, in der Schule, die malen über, was war das, das Skalarprodukt und einen Kreis drum, einfach um zu zeigen, wir machen jetzt nur den Punkt, anstatt den Kreis, um den Punkt, um zu betonen, hey, das ist wirklich was Neues, Achtung, Achtung, hier passiert was. In dem Sinne habe ich das unterstrichen, Achtung, Achtung, hier passiert, das ist eine Matrix. Um das nicht zu verwechseln mit zum Beispiel einer einfachen Zahl. A wird abgebildet auf A mal A. Oder AA von mir aus. Also den Punkt male ich nicht. Das ist schon, man kann das als, das ist abstrakt formal geschrieben. Das dahin und das wirkt da drauf. So wie die Ableitung, D nach DX auf irgendwas wirken könnte. Das ist halt irgendwie eine Anwendung einer Abbildung. Das macht aus irgendwas was Neues. Und auch hier, das ist abstrakt geschrieben. Und wenn man das jetzt hier füllt mit so einer konkreten Darstellung, dann sieht das ja auch irgendwie so aus, das dahin. Und dann, wenn man das als Produkt verstehen will, dann ist das okay. Dann sind das die Regeln, wie man dieses spezielle Produkt ausführt. Das ist nicht so einfach mit Mal, sondern das mit Mal und Plus. Also es ist nicht ein einfaches, normales Multiplikationsprodukt, aber das ist so ein verallgemeinertes Produkt. Sie dürfen das gerne als ein Produkt verstehen oder als ein Anwenden der Abbildung auf das Ding. Also so, ja. Ich würde es, glaube ich, als ein Mal verstehen im Sinne von Matrix mal Vektor. Und das auch das mal das. Achso, wegen der Reihenfolge. Wir hatten auch gesehen, dass B mal A im Allgemeinen nicht das gleiche ist wie A mal B. Das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Zahlen. Und wenn ich da den Strich drunter mache, dann denken, oh, Vorsicht, Vorsicht, ist keine normale Zahl. Sonst würden Sie vielleicht das vertauschen. Ja? Bei Zahlen, reellen Zahlen, kann man ja die Reihenfolge verdrehen, wie man will. Bei diesen Objekten, bei den Abbildungen eben nicht. So, man kann jetzt noch, da hatten wir aufgehört, man kann jetzt noch ein paar weitere sehr einfache Operationen definieren. Die machen wir der Vollständigkeit halber. Man kann diese Matrizen einfach addieren. Das, also geometrisch weiß ich da keine gute Motivation. Das wäre sozusagen, da hat jemand eine Abbildung und macht erstmal die eine Hälfte und dann die andere Hälfte. Ja, er möchte eigentlich den Vektor auf irgendwas abbilden und er sagt, oh, ich habe jetzt das eine und das andere oder sowas. Also dass wir, ja, wenn ich habe einen und denselben Vektor und bilde den ab mit einer Matrix A und dann mache ich aber auch nochmal ein anderes. Ich mache nochmal ein ganz anderes Bild. Ich bilde auch mit der Abbildung B diesen gleichen Vektor ab. Das ist anders zu verstehen als das, was ich da habe. Da haben wir A plus B, zwei verschiedene Vektoren mit der gleichen Abbildung, die Summe zweier. Hier habe ich einfach denselben Vektor und ich teile meine Abbildung auf in zwei Teile. Und das insgesamt hat den Effekt wie eine einzelne lineare Abbildung. Das kann man wieder schreiben als dieses Ding und das C ist dann die Summe aus den beiden. Ja, also man kann die Summe definieren, die Summe C, wenn C... Also die Summe aus A und B ist wieder eine lineare Abbildung und C und die Komponenten von dem Ding sind einfach die Summen. C11, C12, C21, C22 in diesem Fall ist einfach A11 plus B11, A12 plus B12, A21 plus B21, A22 plus B22. Also man kann Matrizen einfach addieren, indem man die entsprechenden Komponenten miteinander, ja, das war ja A plus B, ne? Das war ja A, 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 A plus B, 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 B und ja, hier ist 1, 1, 1, 1, die beiden haben sie zusammen addiert und dann die beiden zusammen addiert. Nichts Komisches, einfach komponentenweise addieren. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Die Addition von Matrizen und wir können die Matrizen auch noch mit einer Zahl multiplizieren. Wir können auch noch, also das ist die Summe und das ist Multiplikation mit Skalar. Also wir können auch noch sagen, wir multiplizieren, nachdem wir das Bild von A berechnet haben, das Bild mit Lambda. Das ist sozusagen ein Strecken nochmal und das ist, hat den gleichen Effekt wie eine einzelne lineare Abbildung. Wenn ich jetzt mit A
den abbilde und dann danach das nochmal um Lambda strecke, dann hätte ich auch direkt mit einer Abbildung B das machen können. Das ist im Wesentlichen das A bis auf diese einzelne Zahl. Und wo geht die Zahl hin? Das können Sie mal raten. Also wenn Sie jetzt dieses B haben, das B ist 1, 1, B 1, 2, B, was denn, 2, 1, B 2, 2. Was ist das für ein B, wenn Sie dieses A haben? Also die Komponenten von B müssen sehr den von A ähneln, weil das ist ja kein großer Unterschied in der Abbildung. Zum Beispiel die Richtung ist die gleiche, nur nochmal mit einem Lambda multiplizieren. Wo kommt das Lambda hin? Ja? Richtig, und zwar überall. Lambda A11, Lambda A12, Lambda A21, Lambda A22. Einfach überall hinmalen. Nicht nur an die erste Stelle oder sowas, sondern überall hin. Sie würden sich wundern, wahrscheinlich, warum ich das so betone, dass es überall steht. Wer wird auf die Idee gekommen, das nur an drei Stellen hinzuschreiben? Aber möglicherweise werden Sie auf die Idee gekommen, das an zwei Stellen hinzuschreiben, wenn ich Ihnen sage, dass das hier geschrieben werden kann als Lambda 0, 0, Lambda und dann A11, A2, 12, A21, A22. Das ist interessant. Die beiden zusammen ergeben wirklich das. Obwohl in dieser Matrix das Lambda nur da steht und da Nullen sind, ist das Produkt dieser beiden das da. Witzig, ne? Aber ist so. Das können wir machen, indem wir das ausrechnen. Wir legen das da drauf. Und wenn ich das da drauf lege, dann kriege ich das Lambda für das hier. Und das Ding kriegt die 0. Das heißt, in der ersten Komponente kriege ich das Lambda mal A11. Das ist das, was ich will. Darunter lege ich das dahin. Dann trifft die 0 das und das Lambda den hier. Also kriege ich Lambda 2,1. Das heißt, dieses Lambda geht dahin, dieses geht dahin. Und die gleichen benutze ich für die zweite Spalte. Also die nach da, das Lambda für ihn und das Lambda für ihn. Wenn man das weiß, dass das ist, hätte man auch denken können, vielleicht ist das Lambda ja nur da und da auf der Diagonalen. Ne? Wenn Sie zum Beispiel die beiden addieren würden, dann kriegten Sie die Summe von A11 mit Lambda hier oben, aber da würde das stehen bleiben. Aber die Lambdas könnten da jetzt auch andersrum gedreht werden. Oder? Andersrum gedreht werden. Dass man 0 Lambda, Interessant. Weiß ich nicht, aber wir probieren es jetzt mal aus. Wir können ja mal abstimmen. Sie wollen 0 Lambda, Lambda 0. So, ja? Mit der gleichen Matrix. A11, A21, A22, was haben wir hier? 1, 2, A22. Haben Sie eine Meinung? Warum? Schon kaputt, ne? Der erste links oben wäre das Lambda mit dem 2,1 und Sie würden hier Lambda A2,1 kriegen, anstatt das, was Sie wollen. Sie würden mit dieser Matrix tatsächlich überall ein Lambda produzieren, das ist das, was Sie im Kopf hatten, aber Sie würden die Indizes durcheinander bringen und die Elemente würden nicht mehr da stehen, wo sie hin sollen. Also das ist ungleich. Ja, zu der. Ja, genau. Zur Diagonal. Ja. Genau, okay, schön. Also das ist das Addieren von Matrizen und das ist das Multiplizieren mit Skalaren. Das Addieren von Objekten und das Multiplizieren von Skalaren kennen Sie schon von woher? Das kennen Sie nämlich aus den Vektoren. Ja? Als wir Vektoren hatten, da haben wir auch einen Vektor A genommen und einen Vektor B dazu addiert. Das ist jetzt schon so vertraut, dass das... Warum rede ich darüber? Aber das ist die Addition, die wir für Vektoren definiert haben. Dann haben wir das definiert und da kam... Nach dem wieder ein Vektor raus. Genau wie hier, wenn Sie zwei Matrizen addieren, kriegen Sie eine Matrix. Wenn Sie eine Matrix mit einem Skalar multiplizieren, kriegen Sie wieder eine Matrix. Das sind die mathematisch gleichen Eigenschaften. Ja? Und die Regeln dafür sind die gleichen. Und sowas nennt man einen Vektorraum. Also lustigerweise erfüllen die Matrizen auch die Rechenregeln eines Vektorraums, obwohl es keine Vektoren, sondern Matrizen sind. Das ist ganz lustig. Also vielleicht auch verwirrend, man müsste es jetzt nicht sagen, um Sie zu verwirren, Sie können es auch wieder vergessen, aber als mathematische Struktur erfüllen die Matrizen die gleichen Regeln wie die Vektoren und deswegen bilden die auch einen Vektorraum. Und jetzt kommt's, die Matrizen erfüllen aber nicht nur das hier, das war ja das, was ich gerade sagte, A, B, A plus B und Lambda A, die haben eben noch das A mal B oder ohne Punkt.
Das ist ein Produkt, das können Sie hier nicht machen. Warum können Sie das hier nicht machen? Also Sie können hier zwar das A mal B machen, aber da kommt eine Zahl raus. Das heißt, das verlässt den Raum. Das ist also nicht das, was wir brauchen. Das hier ist wieder eine Matrix, das verlässt ihn nicht. Dann sagen Sie mir, na gut, dann mache ich halt A mal B, dann habe ich wieder einen Vektor, das verlässt ihn auch nicht. Dann sage ich, ja, das stimmt schon, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings gibt es eine Eigenschaft, die ich noch nicht erwähnt habe, Assoziativität. Dieses Produkt ist assoziativ, das heißt, wo sind die Mathematikerinnen unter Ihnen? Was heißt assoziativ? Genau, es ist eigentlich egal, ja, das ist eine schöne Definition, das ist also A, B, C. Wenn Sie das zuerst die beiden, also deswegen kann man auch sowas schreiben wie A, B, C, ohne Klammern, weil es eigentlich egal ist, ob Sie erst die beiden oder dann die beiden, erst die beiden mit C und dann die beiden mit A. Diese Assoziativität brauchen Sie auch noch, das haben Sie hier nicht, weil A Kreuz B Kreuz C ist nicht das gleiche wie A Kreuz B Kreuz C. Ich hoffe, das habe ich Ihnen irgendwann mal beigebogen. Das heißt, dieses Produkt ist ein besseres Produkt als das Produkt und eine mathematische Struktur, die die drei Rechenregeln hat, nennt man dann? Nein, die nennt man dann eine Algebra. Und deswegen steht da oben drüber lineare Algebra. Nur so als... Nee, wer sagt denn das? Wo? Das... A, B und B, A hat die Reihenfolge vertauscht. Aber hier in allen drei Schreibweisen ist immer das A an erster Stelle, das B ist dazwischen und das C ist immer rechts. Da ist nichts vertauscht worden. Sie können ein Produkt haben, das assoziativ ist, aber nicht kommutativ. Und das sind genau die Matrizen. Yes. Sehr gut. Haben Sie Fragen dazu, zur Wiederholung und zu diesen Sachen? Also, dass das jetzt ein Algebra ist, ist mir auch egal, solange Sie die miteinander multiplizieren können. Sonst machen wir jetzt was ganz, ganz, ganz Spannendes. Ich hole jetzt erstmal das Ding wieder runter. Determinanten. Warum das so heißt, kommt gleich. Erstmal die Motivation. Wenn Sie, ich nehme wieder diese Abbildung als Beispiel und wir schauen uns das von diesen Einheitsvektoren aufgespannte Parallelogramm, was in diesem Fall ein Quadrat ist, weil die schön die gleiche Länge haben und 90 Grad Winkel daneben. So, das ist das, was von den Basisvektoren aufgespannt wird. Von den Abbildern hier, dieses Dings wird auch eine Fläche aufgespannt. Was war das jetzt? 2 nach rechts, 1 nach oben. 1 nach rechts, 2 nach oben. So habe ich gedacht. Und das ist E1' und das ist E2'. Und das hier war E1
und E2. So, wie groß sind die Flächeninhalte? Sind die die gleichen? Ist das eine größer, kleiner? Das sieht, wie sieht das aus? Das sieht ein bisschen größer aus. Ich meine, ich habe hier meine Punkte auf der Tafel. Da sehe ich schon, dass hier in der Mitte, das passt da schon rein, ist ein bisschen mehr geworden. Wie viel ist das mehr geworden? Wenn wir das ausrechnen wollen, wie viel das mehr geworden ist, dann, also Fläche aus, wie rechnet man das, die Fläche, ja? Exakt, weil wenn wir jetzt hier zweidimensional arbeiten, das mache ich gerne, damit man das schön malen kann, damit es einfach ist, damit die Zeilen, die Ausdrücke nicht so kompliziert sind, dann wäre das hier ja 0, 1. Und das hier wäre 1, 0. Wenn Sie aber so ein Kreuzprodukt wollen, dann, genau wie Sie sagen, geht das nicht, weil man dann die Regel, das geht halt nicht, man braucht drei Komponenten. Aber wir können sagen, das ist alles in der Z gleich 0 Ebene. Das hier ist die Z gleich 0 Ebene. Und alles, was rauskommt, interessiert mich nicht. Deswegen denke ich zweidimensional, aber ich male einfach noch eine 0 unten drunter. Ja? Das ist sozusagen die dritte Komponente, die überall 0 ist in dieser Ebene. Jetzt kann ich das Vektorprodukt zwischen den beiden ausführen. Das heißt, ich habe meine 0. Eigentlich brauche ich das gar nicht schreiben, weil das ist auswendig. Sie wissen das auswendig, aber egal. Das ist 1, 0, 0, Kreuz, 0, 1, 0. Und was kommt raus? Dummerweise kommt also das Produkt von den beiden steht dann raus. Ne? Was muss senkrecht auf dem ersten, senkrecht auf dem zweiten stehen. Aber ist okay. Also das ist trotzdem die Fläche. Die Fläche dieses Einheitsquadrats ist 1. Der Betrag von E1 kreuz E2 ist gleich 1. Hier dieses Ding ist gleich 1. Komplizierte Art, die Fläche von dem Ding auszurechnen. Aber es ist trotzdem 1. Jetzt für die anderen beiden. E1' kreuz E2'. Was ist das? Wollen wir das erst mit den Zahlen oder was allgemein machen? Zahlen, okay. Das heißt, wir haben jetzt, was haben wir denn eigentlich? Das Bild mit der Abbildung war 2,1. Ja, das ist ja genau das Bild des ersten, steht ja da. Und da hänge ich noch eine 0 drunter. Und das Bild des anderen war 1, 2 und das können wir ausrechnen. Also die erste Komponente ist das Produkt aus dem und dem minus dem mal dem, trifft zwei Nullen, gibt gar nichts. Das hier ist das Produkt aus dem und dem mal dem, wieder zwei Nullen, gibt gar nichts. Und das hier unten ist das Produkt aus 2 und 2 ist 4 minus 1 mal 1 ist 3. Interessant. Das heißt, die Fläche von E1 aufgespannt durch die neuen Dinger ist, wie viel? Wir hatten definiert, dass E1' und E2' sind gleich die Matrix mal E1. Oder die Matrix mal E1. Ja. Aber wenn die Matrix zwei Zeilen und zwei Spalten hat, wie können wir das sehen? Gleiche Art wie hier. Also das stimmt schon, dass diese beiden Vektoren, der hier ist 1, 2 und der hier ist 2, 1 und ups, und nichts zweidimensional. Aber ich möchte gerne die Fläche ausrechnen und anstatt jetzt mit Winkeln und Sinus und Kurse zu machen, benutze ich halt das, was wir über Kreuzprodukte wissen, dass die Kreuzprodukte uns bereits die Fläche ausrechnet von so einem Parallelogramm. Deswegen bette ich, so sagt der Mathematiker, diese Vektoren, diese zweidimensionalen Vektoren in einen dreidimensionalen Raum ein. Ich denke sozusagen, es passiert alles nur in der Ebene, aber ich stelle mir die Ebene als Teil des Raumes vor, wo die Z-Komponente gleich 0 ist. Deswegen schummel ich Nullen darunter. Was Sie hier sehen, sind genau diese Vektoren mit einer zusätzlichen 0. Denken Sie physikalisch, das ist so, wenn Sie irgendeine Bewegung in der Ebene haben, dann würden Sie auch nicht jetzt unbedingt noch dreidimensionale Vektoren schreiben. Lassen Sie weg. Aber man kann es sich vorstellen, weil der Raum ist ja nach wie vor dreidimensional, dass ich einfach Nullen dranhänge. Das ist nur eine einfache, das ist die schnellste Art, die ich kenne, wie man die Fläche ausrechnet. Es kommt nämlich 3 raus. Dieses Parallelogramm hat Fläche 3. Rechnen Sie das von Hand irgendwie aus, dann müssten Sie wirklich gucken, wie war das jetzt noch, was ist die Höhe da drauf,
dann können Sie das verschieben. Aha, rechne ich, das ist Grundseite mal Höhe. Höhe muss ich Winkel. Winkel habe ich nicht, weil ich nur die Zahlen habe. Ist sehr kompliziert. Das war, es käme wieder 3 raus, aber das war die schnellste Art, das auszurechnen. Deswegen musste ich die Nullen da drunter schummeln. So, das heißt, die Fläche von diesem Parallelogramm ist 3-mal so groß wie die Fläche von diesem Parallelogramm. Das ist interessant. Ich würde eigentlich gerne das mal allgemein machen und nicht nur mit den Zahlen so. Das heißt, wir würden allgemein hätten wir, also hätten wir E1' kreuz E2', das wäre ja allgemein hier dieses A11, A21 kreuz A22. Und jetzt muss ich wieder für das Kreuzprodukt noch ein paar Nullen darunter schummeln, das da. Jetzt kann ich das, also hier mache ich jetzt genau das, was ich da gemacht habe, nur eben für allgemeine Buchstaben. Das heißt, hier kommt raus wieder 0, 0, weil das Nullen sind. Und unten kriege ich jetzt das Produkt aus A11, A22 minus A12, A21. Ups. Wenn Sie das jetzt für diese Matrix ausrechnen, 1,1 mit 2,2, das ist das Produkt von den beiden, 2 mal 2 ist 4, minus das Produkt von den beiden, also immer, Sie rechnen immer Schnack plus und Schnack minus, merke. Diesen Faktor, um den das größer wird oder kleiner wird, rechnen Sie aus, indem Sie die Matrix gucken und sagen, Diagonale multiplizieren und mit einem Pluszeichen die Nebendiagonale multiplizieren und mit einem Minuszeichen. Das soll das hier heißen, Plus und Minus. Und diese Zahl, die da rauskommt, ist der Faktor. Also Sie können beim nächsten Mal auf die Matrix gucken und sagen, ob wenn das die Zahlen sind, dann kommt das 3 raus. Das heißt, mein Einheitsquadrat wird auf was abgebildet, was 3-mal so groß ist. Käme da 5 raus, dann wäre das halt ein anderes Parallelogramm mit 5-fachen Fläche von dem Flächeninhalt von dem Ding. Das kann man direkt ablesen. Und deswegen definieren wir uns etwas. Wir definieren einfach die Determinante. Wir sagen, det A ist also det A ist dieses det von der Matrix 1,1, A12, A21, A22. Und man schreibt das auch noch als hier sowas wie Betrag. A12, A22, A22 kommt hier hin, 2,1. Also das ist alles das Gleiche. Das ist det von der Matrix ausgeschrieben. Oder das ist das gleiche Objekt. Ich mache nur senkrechte Striche, brauche ich weniger schreiben. Ist eine andere Schreibweise für das gleiche Ding. Und das ist jetzt definiert als A11, A22 minus A12, A21. Und die Bedeutung von dieser Zahl, von der Determinante, die man für eine Matrix ausrechnen kann, ist die Änderung des Flächeninhalts des Einheitsquadrats, wenn Sie es abbilden. Ist lustig, ne? Sie können dann direkt sagen, wird das größer oder kleiner. Was Sie damit anfangen, ist eine ganz andere Sache, aber Sie können das direkt ablesen an der Determinante. Und noch mehr, denn diese Änderung gilt nicht nur für das Einheitsquadrat. Es gilt für jedes Quadrat und sogar jedes Parallelogramm, was von Zweien aufgespannt ist. Das heißt, wir können zeigen das Folgende, dass wenn Sie einen Vektor A haben und einen Vektor B, irgendwelche, na, zum Beispiel E1 und E2, aber zum Beispiel auch irgendwas anderes, und rechnen davon die Fläche aus, das ist der Betrag von diesem Ding, dann ist das... ich möchte das einmal für die Neuen ausrechnen und ich möchte für die Alten ausrechnen. A kreuz B und A'B'. Dieses A, wobei das A' ist das abgebildete A und das B' ist das abgebildete B. Ja? Ich möchte das also für das ursprüngliche Parallelogramm und das abgebildete Parallelogramm rechnen. Und die Änderung des Flächeninhalts ist die Determinante der Matrix. Ja, das ist das. Und ich habe, das gilt auch ohne die Beträge, weil das ist sowieso, das ist jetzt zweidimensional, in zwei Dimensionen. Diese Formel gilt für zweidimensionale Matrizen. Sie wüssten gar nicht, was Sie rechnen sollten, wenn Sie auf einmal 9 Zahlen da stehen haben, weil ich sage halt, links
die und die. Für 3 machen wir gleich. In 2 Dimensionen sind das Vektoren, die an der dritten Stelle eine 0 haben und deswegen kriegen Sie das sofort. Auch ohne den Betrag. Das zeigen wir jetzt. Behauptung, ja? Oder sowas. Das möchten wir nach... Also das ist erstmal eine Behauptung und das... Die Bedeutung dieser Behauptung ist, dass egal welches Parallelogramm Sie nehmen, wenn Sie es abgebildet haben, dann hat das Abbild des Parallelogramms einen Flächeninhalt, der sich geändert hat um den Faktor det a. Gezeigt hatten wir es bisher nur für dieses Einheitsding, es gilt aber für alle und ich dachte, wir rechnen das nach. Vielleicht war das eine dumme Idee wegen der Zeit, aber wir rechnen es trotzdem nach. Folgen Sie mir, was ich hier mache. Ja? Denken Sie kurz drüber nach und fragen sich, ob Sie mir folgen können. Wissen Sie, was ich mache? Nee, ne? Richtig, ich habe den Flächeninhalt von dieser Matrix ausgerechnet. Nein, die Matrix an sich hat keine Fläche, keinen Flächeninhalt. Die Matrix ist eine Abbildung. Aber wenn ich mir ich habe ein Koordinatensystem und ich nehme mir 2 Vektoren her, irgendwelche A und B. Den und den, warum nicht? Das sind jetzt beliebige. Die fangen immer im Ursprung an, das sieht immer so aus. Sieht aus wie ein rechter Winkel, braucht kein rechter Winkel sein, sowas. Und die brauchen nicht gleich lang sein. Auf jeden Fall kommt da ein Parallelogramm raus, wenn ich das vervollständige. Und das hat einen Flächeninhalt, sagen wir mal, Flächeninhalt ist natürlich schlecht. Fläche F0, oder Fläche F, das ist der Flächeninhalt F. Das ist A und das ist B. Und jetzt will ich die abbilden mit einer Abbildung A auf was Neues und dann kommt was Neues raus, zum Beispiel das und das. Und das hier ist A' und das ist B'. Die sehen wieder genauso aus, ne? Fangen Ursprung an, gehen irgendwo hin. Da kommt jetzt wieder ein Parallelogramm raus und das hat eine Fläche F'. Und ich vergleiche, wie ist das Verhältnis von F' zu F? Ist es gleich, was ist F' gleich F oder auch nicht? Und das kann ich bereits ablesen, wenn Sie mir sagen, wie A aussieht, das A, was von da nach da führt. Wenn dieses A nämlich gegeben ist als eine Matrix, A1, 1, A2, 1, 2, A2, 1, A2, 2, dann ist dieser, das ist falsch, da steht eine Zahl, das ist um diesen Faktor anders. Und dieser Faktor, dem gebe ich den Namen det a, weil es eine Eigenschaft der Matrix ist. Und det a ist gleich die Kombination a11, a22 minus a12, a21. Sie können also direkt sehen, was damit passiert, ob es größer oder kleiner wird, wenn es noch bevor Sie das ausgerechnet haben, wo es wirklich landet, wenn Sie darauf schauen, was da für Zahlen drin stehen. Aber ich habe nicht den Flächeninhalt der Matrix ausgerechnet, die Maße trennen. Also was Sie meinten ist vielleicht, weil das sind ja die beiden Vektoren, so haben Sie gedacht. Das ist dann sozusagen für den Fall, dass das hier wirklich die Bilder der Basisvektoren sind. Dann habe ich den Flächeninhalt der Matrix ausgerechnet, ja. Aber das Lustige ist, diese Determinante ist wirklich der Faktor, der gilt für alle. Und nicht nur für diese Basis. Und das kann man ausrechnen. Also wir können jetzt ausrechnen, was A' Kreuz B' ist. A', was ist A'? A' war ja die Matrix mal A, also A', mal kurz hier aufschreiben als Nebenrechnung, A' ist dieses A mal A. Und A mal A, ich weiß nicht, muss ich das nochmal machen? A1 plus A12 A2 und das ist A21
A1 plus A2, 2, A2. Haben Sie das gefressen? Das ist der abgebildete A-Vektor mit der Matrix A. A selbst hat die Komponenten A1, A2, das hat die Komponenten die da und zusammen kommt das raus. Das haben wir ganz am Anfang wiederholt. Sagen Sie mir immer sofort, wenn Sie aussteigen, weil sonst muss ich wieder ganz zurückgehen. Das ist also das Bild von A unter der Abbildung A und raus kommt A mit dem Strich. Also schreibe ich das hier hin. Das heißt, der erste ist A11, A1 plus A12, A2, A21, A1 plus A22, A2, Kreuz. Und jetzt kommt das Bild von B. Das heißt, es ist das gleiche, nur dass da jetzt B steht. A1, B1 plus A12, B2, A21, B1 plus A22, B2. Jetzt sind das dummerweise wieder Vektoren in zwei Dimensionen. Wenn ich das Kreuzwort ausrechnen will, mogle ich da noch eine 0 drunter, damit ich das machen kann. Dann kommt raus ein Vektor, der in die dritte Richtung zeigt. Hier oben ist 0 und 0. Und hier unten kommt raus das Produkt von dem mit dem und dem mit dem. Lang wird das auf jeden Fall. Okay, also A11, A1 plus A12, A2 mal A21, B1 plus A22, B2. Das ist das Produkt von da mit dem minus die beiden. Minus A11, B1 plus A12, B2. Der da. Und links unten ist es A21, A1 plus A22, A2. Wissen Sie noch, was ich jetzt mache? Ich rechne, das, was hier steht, ist der Flächeninhalt von diesem roten Ding. F', das hier unten ist F'. Diese Zeile ist F'. Ich schreibe mal nur die Zeile F', weil die ersten beiden sind ja eh 0. Und jetzt multiplizieren wir das Ding aus. Alles ausmultiplizieren. Vier Terme hier, vier Terme da, Minuszeichen, viel wird sich wegheben und am Ende kommt was Tolles raus. Also das mit dem ist A11, A21, A1, B1 plus A12, A21, A2, B1 plus A11, A22, A1, B2 und plus A12, A22, A2, B2. Also ich würde es nicht mehr mitschreiben. Sie haben es im Skript. Das ist einfach, denken Sie einfach mit und passen Sie auf, dass ich keine Einsen vergesse. Minus A. Das müsste ja das Gleiche sein, nur dass ich A und B vertausche, richtig? Ja, also vertauschen wir A und B, das kann ja nicht so schwer sein. Das heißt, es ist A11, A21, A1, B1. Wenn ich die beiden vertausche, behalten Sie Ihre Indizes. Plus A12, A21, jetzt vertauschen, dann kriegen Sie die anderen Indizes. Minus A11, A22, vertauschen macht A2, B1, minus A12, A22, das macht wieder nichts. Das ist gut, wenn die sich nicht ändern, kann man die kürzen. Das geht gegen das und das geht gegen das. Habe ich es schon fertig gemacht? Ja, abgehen. Es ist wirklich langweilig, diese Rechnung. Merken Sie, schreiben Sie es gar nicht erst auf. Mit Sicherheit. Das ist das Abgebildete. Danke, jawohl. So, und jetzt können wir vielleicht was ausklammern. Hier haben wir 1,1 und da haben wir auch 1,1,2,2. Das heißt, wir haben A11, A22 und dann ausgeklammert ist das A1, B2 minus A2, B1. Und hier kann ich auch ausklammern. Das heißt, ich kriege... Was ich möchte das Gleiche haben. Also ich klammer das mit dem Minus aus. Ich klammer 1,2, A21 und dann ist der hier mit Plus. Das heißt, wir kriegen A1, B2 minus A2, B1. Und die beiden sind jetzt gleich und die klammer ich auch aus. Das heißt, wir kriegen A11, A22 minus A12, A21 mal dieses A1, B2 minus A2, B1.
B1. Das war die dritte Komponente von dem Ding hier. Ja? Das, was hier steht, das hier ist das, was hier steht als Vektor. Das erste ziehe ich raus, sagen wir mal. Und das heißt, mein A' kreuz B' ist gleich dieser Faktor A11, A22 minus A12, A21 mal ein Vektor, der sieht so aus, 0, 0, A1, B2 minus A2, B1. Und den erkennen Sie hoffentlich als A kreuz B. Das heißt, die Fläche, das ist die Formel da, die ursprüngliche Fläche ist gleich die, und das hier ist unsere Determinante und das. Warum finde ich das so spannend? Denken Sie doch mal an Fliesenlegen. Richtig, wann haben Sie das jetzt mal Fliesen gelegt? Sie kaufen sich jetzt bei Obi Fliesen für Ihr Badezimmer oder für irgendwas, vielleicht ein unendliches Bad, irgendwie so, was ist egal, diese Fliesen hier. Sie kaufen diese Fliesen, sind alles Einheitsfliesen oder sowas und Sie legen damit diesen Dings. Und jetzt machen Sie eine Abbildung und dadurch werden die Dinger verbogen. Ja, so. Wenn Sie das mal mit anderen machen, dann werden die irgendwie, also da sehen Sie, dass da was fehlt. Sie können mit dieser Fliese diesen ganzen Winkelbereich abdecken. Haben Sie diese Fliese, dann kriegen Sie nur so eine Ecke. Das heißt, Sie bräuchten viel mehr, um die ganze Badezimmer, also um auch wirklich keine Lücken zu lassen. So, und jetzt steht hier, aber die Fläche wird trotzdem größer. Und also dieses andere Quadrat, was da steht, also vorher sah das irgendwie so aus. Und das macht irgendwie so einen Teil. Und die hier werden so platt. Die verändern alle ihre Größe, alle in der gleichen Weise. Wie kann das denn dann noch passen, ja, sozusagen? Also wie passt das denn immer noch rein? Es ist nicht so, dass manche größer und manche kleiner werden, sodass das passt. Verstehen Sie? Wenn ich anstatt die eine Art von Fliesen, nehme ich halt die andere Art von Fliesen und das sind dann die moderneren, die haben dann mal größere und mal kleinere Dinger. Dann mache ich die zusammen, dann kriege ich immer noch das alles voll. Aber hier kriegen Sie eine Abbildung von ihrem Muster und die verändern alle ihre Form und alle verändern ihre Größe in der gleichen Weise. Natürlich wird das dann größer, das Zimmer. Sie können dann mehr damit pflastern, ja, das dreifache Badezimmer damit. Aber es ist doch schon irgendwie cool, dass lokal das nach dieser Abbildung immer noch ordentlich passt und jeder hat aber die Fläche um den gleichen Faktor verändert. Also auch nicht nur die gestreckten, sondern auch die gestauchten werden größer. Ist egal eigentlich, aber es ist eine Tatsache, dass egal welches Parallelogramm Sie abbilden, Sie kriegen immer den gleichen Faktor. Und den Faktor können Sie bereits ablesen, bevor Sie irgendwas abgebildet haben, wenn Sie auf die Matrix starren, indem Sie das Produkt das mal das minus das mal das ausrechnen. Und das Gleiche gilt jetzt auch noch in drei Dimensionen. Nur dann ist es nicht die Fläche von so einem Parallelogramm, dann ist es das Volumen eines Parallelepipeds. Drei Dimensionen.
Also drei Dimensionen sind in einer, auf eine gewisse Art schöner, weil man nicht diese z gleich 0 Komponente da so reinmogeln muss und irgendwie fuschen. Drei Dimensionen sind aber hässlicher, weil die Matrix größer ist und man hat mehr Komponenten, mehr zu schreiben. Die Aussage ist nach wie vor, also das Volumen, das orientierte Volumen von drei Vektoren ist ja A mal B kreuz C. Wenn A, B, C die Kanten ihres Parallelepipeds sind, ihres Spats, das orientierte Volumen vorher, jetzt bilden Sie das alles ab, jetzt sagen Sie A' ist gleich A mal A etc. Und dann kriegen Sie ein neues Volumen, das ist dann A' mal B' kreuz C'. Und es gilt, dass das neue orientierte Volumen gleich ein fester Faktor mal Omega ist. Und dieser feste Faktor hängt eben nicht ab von A, B, C, was ich abbilde, sondern allein von der Abbildung A. Und deswegen gebe ich diesem Faktor, der da steht, den Namen det A. Das ist nicht das det A von vorher. Det A von vorher war die Determinante einer 2x2-Matrix. Das hier ist eine 3x3-Matrix. Aber es ist wieder so, dass dieser Faktor unabhängig davon ist, welche Vektoren Sie benutzen, um welche Fliese Sie anschauen. Und deswegen kriegt das einfach diesen Namen. Und der Sinn der folgenden Rechnung ist herauszufinden, wie rechnet man denn diesen Faktor aus für eine 3x3-Matrix. Yep. Das heißt, wir rechnen jetzt das aus. Es gilt für alle. Warum sollen wir uns das Leben schwer machen? Wir rechnen es aus für den Einheitswürfel. Also hier speziell. E, also soll A gleich E1, B soll E2 und C soll E3 sein. Das heißt, das Omega, wie viel ist Omega, das ohne Strich? Ganz hinten. Was arbeiten Sie da eigentlich? Multiplizieren Sie noch oder? Ja. Eins. Genau, das ist der Einheitswürfel, einfach diese Kanten, alles hängt auf einer Eins. Und die Bilder, A' ist ja E1' und das ist dieses Ding A11, A21, A31. Für diese allgemeine Matrix, etc., ja? Und jetzt rechne ich aus Omega Strich. Omega Strich ist also das Produkt, also meine Abbildung, diese Abbildung hier, ich muss das mal sagen, diese Abbildung ist die Abbildung, die Zahlen A11, A21, A31, A21, A22, A32, A13, A23, A33 hat. Das heißt, das erste Bild ist wirklich diese erste Spalte, das zweite Bild ist die zweite Spalte, das dritte Bild ist die dritte Spalte und davon rechnet jetzt das Spatprodukt aus und das ist also dieser Vektor A, Jesus, das ist so anstrengend, A11, A21, A31 mal das Kreuzprodukt von A12, A22, A32 mit A13, A23, A33. Jetzt verstehe ich, was Sie meinten mit, ich habe die Fläche der Matrix ausrechnen, weil das sind tatsächlich, das sind ja die Einträge. Jetzt rechnen Sie sozusagen das Volumen der Matrix, der 3x3-Matrix aus. Aber was es auch ist, ist das Volumen dieses Spats, der Faktor, den es sich verändert. Und weil das erste 1 ist, sieht man den Unterschied nicht. Wenn in diesem Produkt das da 1 ist, dann ist das Volumen von dem Ding gleich dem Volumen dieser Matrix. Ja. Sehr schön gesagt, aber bis auf das mit der Summe. Warum Summe? Sondern das ist das Volumen. Dieses eine Menge von, ja genau, das, was dieses Aufspannen, diesen Raumbereich, der aufgespannt ist von den dreien. So, und jetzt müssen wir das Ding einfach ausführen, ja? Also, hauen Sie rein, das ist das Skalar, lassen wir stehen, A11, A12, auch schon wieder falsch, 2131 mal. Und jetzt das Kreuzprodukt von den Dingern. Das heißt, die erste Zeile ist den mal den minus den mal den.
A22 A33 minus A23 A32. Sollen wir das wirklich ausömmeln hier? Okay, also Mitte ist A32 mal den mal A13 minus A12 A33 und unten ist A12 mit A23 minus A13 A22. So, und das Skalarprodukt ist jetzt das Produkt aus den beiden plus das Produkt aus den beiden plus, das sind 6 Terme. Diese 6 Terme und alle kriegen noch diese Zahlen irgendwie davor. Schreibe ich mal alle die mit plus zuerst. Das sind die ersten, die schreibe ich zuerst. Das heißt, wir kriegen hier A11, A22, A33, das ist der. Der als nächstes schreibe ich den. Und zwar möchte ich das ordnen. Man muss jetzt da lange drauf starren. Und wenn Sie da drauf starren, dann sehen Sie, dass in jedem von diesen 6 Faktoren, jeder dieser 6 Faktoren hat 3 A. Ein A von da und 2 von hier. Also wir haben 3 Faktoren. Die haben 6 Indizes. Wenn wir uns nur auf den ersten Index jeder Matrix konzentrieren, dann hat in diesem Produkt keine von den beiden Matrizen den gleichen ersten Index. Sie sehen, das hat Index 1, Index 2, Index 3. In dem Produkt gibt es eine 3 hier, eine 1 da und eine 2 da. Und ich möchte die so ordnen, dass immer der erste zuerst steht. Ich möchte, also 1 soll vorne stehen. Das heißt, ich möchte hier jetzt plus A12, A23 und A31. Das ist der hier. Und jetzt möchte ich hier den Einsatz zuerst. Das ist also plus A13 und dann kommt die 2, A21 und dann kommt A32. Jetzt haben wir die. Jetzt machen wir machen wir den wieder zuerst, weil 1,1 ist am schönsten vorne. Das ist also A11, A22. Das kann nicht sein, das soll eine 3 sein. Das heißt, das ist 2, 3, 3, 2 minus A. Jetzt will ich 1, 2 haben. Das heißt, das ist A1, 2. Dann kommt da A, hast du nicht gesehen, 2, 1, A, 3, 3 minus A1, 3. Das ist der. Und dann kommt A, 2, 2 und dann kommt A, 3, 1. Merken Sie das auswendig, bitte. Ist kein Scherz, merken Sie sich diese Sachen auswendig. Merken Sie sich diese Zeile und diese Zeile auswendig. Bitte? Ja, Sie merken sich auswendig. Ich wecke Sie sozusagen und Sie sagen mir A11, A22, A33 plus A12. Das muss man sich auswendig, weil das ist die Determinante. Das Ding, weil das Omega gleich 1 ist, ist das Omega-Strich gleich der Determinante. Das Ding, dieses Ganze, was Sie auswendig lernen sollen, ist gleich, was ich det A nenne. Wenn Sie also die Determinante von dem ausrechnen wollen, dann heißt das, Sie müssen diese Produkte bilden. Diese 6 Produkte müssen Sie einfach bilden. Sie müssen hier reingehen und gucken, was sind das für Werte und rechnen das aus. Das heißt, das müssen Sie auswendig lernen. Das sieht so aus, als könnte man das nicht auswendig lernen, weil das so viele verschiedene Indizes sind in so verschiedenen Kombinationen. Ja? Sie können das, Sie haben sich das schon gemerkt, richtig? Ja, ich habe es schon. Genau, das ist nämlich gar nicht so schwer, wie es aussieht. Wenn wir das hier anschauen, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dann ist das diese Diagonale, das Produkt von den dreien. Das ist der erste. Was ist das Produkt von den dreien? 1, 2, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3. Das ist also sozusagen der hier.
Ja, wie soll ich das jetzt malen? Weil man das nie so richtig malen kann an der Tafel, wiederholt man die ersten beiden nochmal. Also ich schreibe das jetzt nochmal dahinter. In gelb. Ich schreibe nochmal A11, A21, A31 und A12, A22, A32. Ich habe die ersten beiden Spalten kopiert. Denn dann kann ich diesen Strich, der hier rauskommt und da wieder reingeht, auch durchzeichnen bis nach da. Das heißt, das Ding ist die Diagonale oder diese verschobene Diagonale. Und das, da soll hoffentlich das sein, passt sogar. Und die alle mit Plus nehmen. Und dieser Term ist 1, 1 und dann kommt 2, 3, das ist das, und 3, 2. Nehmen wir die 2, 1, das heißt, wir haben das Ding. Und das kommt mit einem Minuszeichen. Dann haben wir den Term, der ist 1, 2, 2, 1, 3, 3, das ist der. Und dann haben wir da hinten, das ist 1, 3, lalala, das ist der. Und jetzt ist es schon nicht mehr so schlimm, das sich auswendig zu merken. Ja? Wenn Sie die Matrix gegeben haben, alles, was Sie machen, sind 6 Zahlen ausrechnen als Produkte von 3 Faktoren. Und der erste Faktor ist das mal das mal das, der zweite ist das mal das mal das, der dritte ist das mal das mal das. Kommt jeder einmal dran sozusagen. Und dann subtrahieren Sie davon die anderen Richtungen. Die drei und die drei. Sagen Sie doch mal, worüber Sie nachdenken. Wenn Sie was anderes nachdenken, ist es auch okay. Ich wollte nur, wenn ich helfen kann oder so, oder wenn ich denke, es könnte ja sein, dass jemand die gleiche Frage hat. Es geht immer noch um diese Zahlen, dieses Addieren und sowas. Also, ich will eigentlich nur verstanden werden. Folgen Sie mir noch? Gut. Es ist eine hässliche Formel, aber das ist die Standardformel und das verlangt jeder von Ihnen. Ja, es ist nicht, dass ich Ihnen was besonders Schlimmes antun will. Das ist eine Determinante von der 3-Kreuz-3-Matrix. Die finden Sie überall. Ja? So. Und das ist die Formel, man kann sie sich merken, und das hat sich auch Herr Sarrust überlegt. Das ist die Regel von Sarrust, so kann man sich das Ding merken. So. Wir machen noch ein Ding, das hätte man auch vormachen können. Wenn Sie eine Drehmatrix haben, wenn Sie hier eine Drehung haben, um Winkel Alpha in 2 Dimensionen, dann haben Sie doch dieses Ding, Cosinus Alpha minus Sinus Alpha, Sinus Alpha, Cosinus Alpha. Ja, das war eine Matrix. Und ich fange jetzt mal nicht an zu drehen, sondern ich frage Sie mal direkt, was ist denn da der Volumenänderungsfaktor? Das ist die Determinante, wir können die Determinante ausrechnen, aber sagen Sie mal, was Sie erwarten bei Drehungen. Sollte sich gar nicht ändern, weil sie es wirklich nur drehen. Die Form dreht sich auch, ändert sich auch nicht, das Quadrat wird auf die Spitze gestellt oder sowas, aber die Form bleibt die gleiche, die Fläche soll, die Determinante sollte gleich 1 sein. Wenn wir das ausrechnen, das heißt, ich rechne die Determinante von diesem A aus und sehen Sie übrigens sehen Sie nicht. Ich wollte sagen, dass die gleiche Regel gilt, aber die gleiche Regel gilt gar nicht, weil diese Regel würde sagen, das Produkt von den beiden plus das Produkt von den beiden, das ist zu viel. Hier ist es wirklich nur einmal und einmal. Da ist es nicht nur einmal, einmal, das ist dreimal. Wenn die Regel dafür gilt, wäre das zweimal. Dann müssten Sie einmal so und dann Minus und Minus. Würden Sie das machen, kriegen Sie in jedem Fall 0. Hier brauchen Sie nur Schnack, Schnack. Also Schnack, Schnack heißt, Sie haben Cosinus Quadrat Alpha minus Minus Sinus mal Sinus Alpha. Also das wird zum Plus. Ja? Das ist also gleich Cosinus. Das ist Cosinus plus Sinus. Beides Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat. Das ist 1. Lustig. Für jeden Drehwinkel kommt da 1 raus. Das haben Sie erwartet. Machen wir noch eins, machen wir Spiegelung. Eine Spiegelung an, sagen wir, der X-Achse. Wie sieht die Matrix für eine Spiegelung an der X-Achse aus? Wer arbeitet noch mit mir? Eine Spiegelung an der X-Achse ist eine lineare Abbildung. Da müsste es eine Matrix geben. Mit Ihnen darf ich nicht reden. Was Sie rausfinden müssen, ist, wohin werden diese verdammten Basisvektoren abgebildet? Und dann sagen Sie einfach, wie die Komponenten von den abgebildeten Basisvektoren lauten, und dann sind wir fertig. Spaltenweise, 0, 0 und 0, 1. 0, 0?
0, 0 habe ich ja noch nie gesehen. Das würde bedeuten, dass der erste auf den Nullvektor abgebildet ist. Mit Ihnen darf ich doch nicht reden. Ja? War das nicht? Denken Sie doch mal neu. Okay, jetzt muss ich mit Ihnen reden. Ah, da oben. 0110. Nee, das irgendwas mit, wer hat mit, irgendwas mit Minus gesagt? Sie hat das gesagt. Irgendwas mit Spiegelung, genau. Ach, sie hat das gesagt. Sie auch. Dann streiten Sie sich schneller. Sie kriegen den ersten. Was ist das Bild von EX? An was spiegel ich eigentlich nochmal? An der X-Achse oder Y-Achse? Ich habe vergessen, was ich eigentlich hier wollte. An was spiegeln Sie? X-Achse oder Y-Achse? Sorry, ich habe meine eigene Aufgabe vergessen. Ich will eine Spiegelung. Sie können spiegeln an der X-Achse oder spiegeln an der Y-Achse. Spiegeln, sagen Sie es mir, ich habe es vergessen, was wir machen. An der Y-Achse. Spiegeln an der Y-Achse, das heißt, der Vektor, den X zeigt, wird dann Minus. Minus 1, 0, genau. Anstatt 1, 0 geht der in die andere Richtung. Und der in Y-Richtung, der an der Y-Achse gespiegelt wird, der dreht sozusagen auf sich selbst. Der guckt immer gleich. Also das hier ist der, wir machen das ja immer farblich, ne? Wir sagen, grün fängt an. Ja, ist doch doof. Und der geht nach da und der bleibt nach da. Ja? Der wird dahin gespiegelt an diese Achse und der wird sozusagen dahin gespiegelt. Das ist das Bild von dem, der ist minus 1, 0 und das andere ist der. Das ist eine Spiegelung. Ja, das habe ich vergessen, was ich eigentlich wollte, ob ich an der X- oder Y-Achse vergessen wollte. Auf jeden Fall brauchten Sie Minuszeichen und dann haben wir uns umentschieden und machen an der Y-Achse. Ich habe es einfach vergessen, was wir eigentlich machen. Wenn wir an der X-Achse gespiegelt, an der X-Achse gespielt hätten, dann hätte der sein Vorzeichen, dann hätten Sie das gekriegt. Auf jeden Fall hätten Sie ein Minuszeichen entweder da oder da. Die Determinante davon ist, schneller, 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 die Determinante davon, nee, es ist ja das mal das, ist minus 1. Minus 1. Und wäre das hier gewesen, wäre es auch minus 1 gewesen. Wurscht, ob die Spiegelung an der X oder die Spiegelung an der Y-Achse, die Determinante ist minus 1. Wie lustig, das Volumen oder dieser Flächeninhalt hat sich also um minus 1 geändert. Was ist das denn? Ist negativ geworden. Das ist einfach, weil wir über den orientierten Flächeninhalt oder das orientierte Volumen sprechen. Es hat sich die Händigkeit geändert. Das Volumen vom Betrag ist das gleiche geworden. Bei Spiegelungen ändert sich nur die Händigkeit und das können Sie an der Determinante auch ablesen. Wenn Ihre Determinante irgendwas, also wenn Ihre Matrix was Kompliziertes ist, dann können Sie vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erkennen, ob das auch die Händigkeit ändert oder nicht. Rechnen Sie die Determinante aus, finden Sie raus, ob es positiv oder negativ ist, dann wissen Sie, ob das die Händigkeit ändert oder nicht. Sie werden sehen, Drehgruppen, es gibt dann diese speziellen Drehungen und diese allgemeinen, und die allgemeinen haben noch eine Drehung. Kennen Sie das hier? Hat in O3 und SO3, manche verrückten Physiker im ersten Semester nennen das. Oder Linear, haben Sie das schon mal? Sie schauen nicht ganz erschreckt. Ist egal. Das hier sind die Drehungen mit den Spiegelungen, das sind nur die Drehungen. Und die da hinten haben die Determinante, die kann plus oder minus 1 sein und die haben die Determinante auf jeden Fall 1. Weil Drehungen alleine machen auch keine Änderung der Händigkeit. War das eine Frage? Ja, das heißt, wenn es beides minus 1 wäre, wäre es eine Sprungspiegelung. Jetzt machen wir was Neues. Jetzt machen wir minus minus. Jetzt machen wir A gleich minus 1 minus 1 und dann die Determinante davon ist gleich plus 1 und jetzt sagen Sie, wie komisch ist das denn, Spiegelung, Spiegelung. Das stimmt, wenn Sie zweimal die Händigkeit ändern, dann sind Sie ja wieder von rechts nach links nach rechts gegangen. Also das kann man wirklich verstehen als eine Spiegelung in beide, also dann geht das ist 1, das ist 2, in das hier über, das hier ist das neue 1, 1 Strich, das ist 2 Strich und hat die gleiche Händigkeit. Links 1 nach 2 gedreht und 1 Strich nach 2 gedreht ist die gleiche Richtung. Und ja, Punktspiegelung, das ist eine Punktspiegelung am Ursprung. Ändert weder das Volumen, das können Sie auch, noch was Schönes. Das hier, eine Drehung, da ist eine Drehung. Welchen Winkel setzen Sie hier ein, um das rauszukriegen? Na,
Ja, ach so, shit. Richtig, 100, da oben hätte ich mit Ihnen endlich mal sprechen können. 180, weil erstens ist eine Punktspiele 180 Grad Drehung und 180 Kosinus von Pi ist -1, -1 und das ist 0. Wie raffiniert, das da ist darin enthalten. Das, was Sie haben, ist eine Drehung. Hm. So, jetzt müssen wir mal weitermachen. Inverse Abbildung. Ui, 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 ui. Kann ich das hier jetzt schon wegwischen? Ja, ich weiß, die zweite Tafel ist aber dahinter, muss man sagen, fahren. Okay, ich fahre, ist egal. Oh. Ich bin gestresst. Ich bin seit Wochen gestresst. Ich habe nicht die Ruhe zu warten, bis diese Tafel... Ich rede auch viel zu schnell eigentlich. Ich brauche Pillen. So, 12,5. Stimmt das denn? Das kann doch nicht sein. Ich hatte gerade 12,3. Ich habe eins gesprungen, oder was? Ach so, die blöden Eigenschaften. Ja, na gut, da habe ich die Eigenschaften noch. Eigenschaften. Wenn Sie zwei Abbildungen hintereinander ausführen, die Abbildung A, B, beide von denen ändern das Volumen möglicherweise, die eine um den Faktor det A und die andere um den Faktor det B und den Faktor, um den beide zusammen das Volumen ändern, ist einfach das Produkt der Determinanten. Das ist durchaus erstaunlich, wenn Sie sich anschauen, wie kompliziert die Determinante ausgerechnet wird aus den Komponenten. Erstens ist das Produkt von den beiden Matrizen nicht besonders einfach in drei Dimensionen. Da wird ganz viel gerechnet, ganz viele Summen und so weiter, ganz viele kleine Produkte sind hier. Das hier war ja schon eine hässlich lange Formel mit denen. Das waren allein jeder Eintrag von dem Produkt war lang. Davon nehmen Sie jetzt die Determinante. Die Determinante macht daraus 6 Terme, wobei jeder Term ein Faktor, 3 Faktoren von diesen langen Dingern ist. Das ist also ein irre langer Ausdruck. Das ist die Determinante von der einen Determinante und die sind gleich. Das können Sie ja mal ausrechnen. Sie können das mal alles aufschreiben und gucken, was das gleiche ist. Es ist das gleiche. Anschaulich ist es leichter zu verstehen, wenn man weiß, dass das die Änderung des Volumens ist. Und wenn Sie jetzt eine Abbildung haben, die macht das irgendwie 3-mal so groß, eine Abbildung, die macht das 5-mal so groß, die machen erst das eine, dann das andere, dann machen die zusammen eben 15-mal. Deswegen dieses Produkt. Das ist eine Eigenschaft und das ist gut so. Die Determinante der Summe ist leider nicht die Summe der Determinanten. Nein. Und da gibt es auch gar keinen Grund für, weder anschaulich, noch kann man das nachrechnen, eben weil es falsch ist. Aber trotzdem wird es gerne gemacht. Es werden sehr gerne irgendwelche Regeln erfunden. Und wenn das für mal geht, warum soll es nicht für plus gelten? Es gilt eben nicht. Deswegen habe ich das als eine Eigenschaft der Determinante aufgeführt, die Sie sich sozusagen anti-merken sollen. Vergessen Sie die. Es gibt noch einen Spezialfall von dieser. Und zwar, wenn Sie die Determinante, also das ist so ein Spezialfall von der, einer Matrix Lambda mit A ausrechnen, wobei mit Lambda ist jetzt keine allgemeine Matrix, sondern das ist die Lambda, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das ist dieses Ding. Also das ist wieder ein Produkt von zweien, aber die eine von den beiden ist eine spezielle, eine Diagonalmatrix. Dann ist das Produkt von diesem großen Lambda mit dem, wie viel ist das nochmal? Das kann man ausrechnen. Wir haben das am Anfang für 2 kurz 2 ausgerechnet. Sie können das noch. Können Sie das noch? Also dieses Lambda mal dieser Matrix
Also das, was so aussieht, ist ganz einfach. Ja. Ah, Sie ziehen das schon raus. Erstmal das Ding. Das hier kann man verstehen als Lambda mal die 1. Und die 1 macht gar nichts. Das heißt, die kann ihr weglassen und rauskommt nur diese Zahl. Das heißt, das Matrixprodukt ist wirklich nur die Zahl Lambda mal die Matrix. Jetzt haben Sie also eine Zahl mal eine Matrix. Auf der anderen Seite gilt für das Ding aber die erste Formel. Das heißt, das hier ist auch das gleiche wie die Determinante von Lambda mal die Determinante von A. Und was ist die Determinante von diesem Lambda? Wollen Sie mit mir reden? Nein, die Determinante von diesem Lambda, von dieser Diagonalmatrix? Jetzt rede ich mit mir. Ja, oben, ganz. Weil? Genau, wir erwarteten 6. Dieses hier ist einer, der nicht durch keine 0 kommt. Alle anderen sind entweder komplett 3-0 oder in der nebendiagonalen Krise mindestens eine 0. 2, um genau zu sein. Das heißt, dass die Determinante davon ist Lambda hoch 3 und deswegen ist das hier gleich Lambda hoch 3 mal die Determinante von Lambda von A. Das ist die Regel, die Sie sich merken sollen. Der Rest war Herleitung. Also oft zieht man Zahlen aus irgendwas raus. Hier ziehen Sie es nicht raus, hier ziehen Sie hoch 3 raus. In 3D. In 2D wäre das nur eine 2 kreuz 2 Matrix, dann wäre es hoch 3. Das heißt, eigentlich ist die allgemeine Regel, die Determinante von Lambda A ist gleich Lambda hoch N det A. Und das hier ist die Größe der Matrix. Größe der Matrix heißt, es ist 3 kreuz N kreuz, N, kreuz N, ja? Ach da, oh. Das ist ja Quark, genau. Das wäre ja, da ist es rausgefallen, sehr gut. Und diese 3 kommt eben daher, hier ändern Sie die Kantenlänge eines Würfels. Und wenn die Kantenlänge einen Faktor Lambda kriegt, dann kriegt das Volumen nicht auch einen Faktor Lambda, sondern ne, Sie machen sich doppelt so groß, skalieren alles, dann werden Sie auf einmal 8-mal so groß. Schwer. Ne? Interessant. Egal. Ich wollte eigentlich zu den Inversen kommen, das macht mir viel mehr Spaß. 12 Punkt, im Skript steht 5, aber das kann doch nicht sein, oder? Die 4 fehlt. Oder das nennen wir 4, ist mir auch egal. Inverse Abbildung. Denken Sie sich das selber nur mal aus, es ist das Gleiche. Eine fehlt, inverse Abbildung. Bildung. So, was heißt das? Sie haben erstmal eine Abbildung A, die macht irgendwas mit ihren Vektoren. Danach möchten Sie eine andere Abbildung ausführen, B, also A ist gegeben, B ist gesucht, sodass, wenn Sie zuerst A und dann B anwenden auf einen Vektor, dann soll, was soll rauskommen? Also invers heißt, es soll im Effekt, ja, genau, der Effekt von A soll durch B wieder aufgehoben werden. Die beiden zusammen sollen gar nichts machen. Derjenige, der gar nichts macht, ist die Identität und die haben wir so geschrieben. Das da ist gleich 1, 0, 0, 1 in 2D und das ist 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 in 3D. Das ist, und das B ist gesucht. Wir suchen jetzt also ein B, was das erfüllt, wenn A gegeben ist. Beispiel. Ich hatte mir dieses geniale Beispiel ausgedacht. Was ist das, mein Beispiel? A. Ah, besseres Beispiel. Machen wir das. Das kriegt keinen Namen. Das ist erstmal Lambda 0, 0, Lambda. Das ist ja toll, das ist eine Matrix. Und was ist ihr Inverses? Was ist das Inverse davon? Das Inverse, ach so, Käse. Schreibe
b ist gleich a hoch minus 1. Ne, wie bei Zahlen auch. Das Inverse, b ist das Inverse von a, weil es diese Eigenschaft hat. Und wir schreiben, damit man sieht, dass es das Inverse von a ist, schreiben wir b ist gleich a hoch minus 1. Was ist also das Inverse von dieser Matrix? Ja? Genau. Das ist eine Matrix, entspricht einer Abbildung, die alles um Lambda vergrößert. Das hier ist eine Matrix, die alles um den Faktor 1 durch Lambda vergrößert, in dem Sinne verkleinert. Und wenn Sie beides hintereinander ausführen, dann machen Sie es größer, wieder kleiner, dann kommt nichts raus. Sie können es auch multiplizieren. Wir können ja mal das Ding, wir können ja mal 1 durch Lambda, 0, 0, 1 durch Lambda mit der Matrix Lambda, 0, 0, Lambda multiplizieren. Das hier ist unser Kandidat für das Inverse. Das da ist die Matrix, die wir invertieren wollen. Die beiden zusammen ergeben, das da drauf gibt Lambda durch Lambda ist 1, das da unten gibt 0, das gibt wieder 0 und das gibt 1. Das heißt Tatsache, das passt. Begeistert? Hält sie nicht nur begeistert. Dann wollen wir mal ein anderes Beispiel machen. Ich verstehe ja nicht, wieso nicht, aber... Beispiel, meine Matrix A, was hatte ich denn? Ach so, das Standardding, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Was ist A hoch minus 1? Man kann das von Hand machen. Ich zeige Ihnen, wie das von Hand geht. Und dann werden Sie sagen, das ist aber viel Arbeit. Dann sage ich, man kann es aber auch in der Formel sich auswendig merken. Und dann können Sie überlegen, ob es was Sie lieber machen, von Hand oder Formel. Das sind die letzten Schritte, die wir hier machen. Heute. Also das, wir suchen eine Matrix B, sagen wir die Einträge sind A, B, C, D, die zusammen mit diesem tollen Ding die 1 gibt, die Identität. Wir suchen also Zahlen A, B, C, D, die das wahr machen. Das Produkt von den beiden, das Produkt von den beiden ist wieder eine Matrix, das heißt das ist 2 mal A plus B, hier unten 2C plus D. Das ist A plus 2B und das ist C plus 2D. Können Sie das Produkt nachrechnen? Hätten Sie das rechnen können, ja. Das ist ein Matrixprodukt und wir sprechen die ganze Zeit von Matrixprodukten. Das wäre mal lustig, wenn man so ein Matrix auch ausrechnen könnte. Das hier habe ich gemacht und das heißt, dieses Ding zusammen, das A und sein hoffentlich Inverses sind wieder eine Matrix. Und wir müssen die Zahlen ABCD jetzt so bestimmen, dass diese Matrix gleich der Matrix ist. Das heißt, wir können wirklich komponentenweise reingucken. Das, was hier oben links steht, muss einfach diese 1 sein. Das heißt, es muss folgen, dass 2a plus b gleich 1 ist. So löst man Matrix. Wir machen das quasi im Vorbeigehen, aber das ist eine Matrixgleichung. Und wir lösen sie, indem wir jede Komponente der linken Seite mit jeder entsprechenden Komponente der rechten Seite gleichsetzen. Links oben steht hier das, links oben steht da das und die müssen gleich sein. Weiter muss rechts oben gleich sein, das heißt wir haben a plus 2b muss gleich 0 sein. Dann haben wir links unten, das ist 2c plus d, das muss links unten sein. Und dann haben wir c plus 2d ist gleich 1.
Jetzt gibt es da zwei Gleichungen, die gefallen mir besser als die anderen. Die haben hier eine 0, denn dann weiß ich direkt, oh, das heißt, das a ist gleich minus 2b und das d ist gleich minus 2c. Setze das a da ein, dann heißt das, ich habe hier minus 4b und noch ein b sind minus 3b, also minus 3b ist 1, b ist gleich minus 1 Drittel und das a war ja minus 2 mal so groß, das heißt, das a ist gleich 2 Drittel. Und hier setze ich das d da ein, das heißt, ich habe minus 4c plus ein c minus 3c, da passiert genau das Gleiche. Das heißt, das c ist, was denn, minus 1 Drittel und das a, das d ist dann minus 2 mal so groß, ist also 2 Drittel. Da haben Sie Ihre 4 Zahlen, yes? Also, weil hier kann man sich natürlich verfranzen, ja. Das heißt, unsere Matrix A hoch minus 1, wenn das hier A ist, ist gleich das mit A, B, C, D, wobei A das ist, 2 Drittel, der Drittel gibt es überall, ja, ist 1 Drittel, 2, B ist minus 1, minus 1, 2. Da haben Sie, ja, Applaus, genau, da haben Sie Ihre inverse Matrix. Man könnte auch probieren, ob es passt. Nur mal so drüber gucken, wenn man jetzt zum Beispiel die erste Spalte mit der ersten Zeile, ich kriege die Krise, was ist das denn? Die erste Spalte, ah doch, passt, die beiden zusammen, zwei, die beiden 2, 1 auf die beiden drauf, gibt 4 minus 1, gibt 3, 1 Drittel gibt 1, das passt. Da ist Ihre Inverse. So kann man das von Hand ausrechnen. Oder aber man macht es einmal mit allgemeinen Buchstaben. Sie können ja auch hier A, B, C, D schreiben. Sie können ja sagen, Ihre Matrix A selbst ist A, B, C, D. Und dann ist Ihr Inverses, irgendjemand hat das mal gemacht für Sie, allgemein ausrechnen und hat gefunden, das ist gleich, diese 3 ist A, D minus B, C. Und das hier ist D minus B minus C und A. Das heißt, wir können ja mal gucken, wenn das jetzt hier die 2, 2 ist, das heißt, die werden umgedreht, das ist dann immer noch 2, 2 und die bleiben stehen, kriegen Minuszeichen, da waren die 1 und das ist die 3. Das ist die Formel für das Inverse einer 2×2-Matrix. Haha, das hier haben Sie gerade erkannt, ist gleich die Determinante von A. Das Inverse von A ist irgendeine Kombination der Elemente von A geteilt durch die Determinante von A. Ganz kurz noch. Er hat das als Determinante von A erkannt. Ihr Kollege da hat gesehen, dass die, in dieser Formel hier die Determinante von A drinsteht, im Nenner. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Matrix gegeben bekommen, deren Determinante 0 ist, also zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel die Matrix 2, 1 haben und dann 4, 2 oder sowas, sieht komisch aus, was ist die Determinante von dem Ding? Determinante von 2, 4, 1, 2, können Sie das mal kurz ausrechnen bitte? Ja, 0. Die sieht doch nicht schlimmer aus als die, oder doch? Aber die hat Determinante 0 und das hieße, ihr Inverses ist unendlich. Ja, das 1 durch 0. Was ist denn jetzt kaputt mit dieser Formel? Richtig, es gibt Matrizen, es gibt Abbildungen, die man gar nicht invertieren kann. Da steht inverse Abbildung als Überschrift drüber, aber man kann nicht alle Abbildungen invertieren. Welche kann man nicht invertieren? Sowas. Die Aussage ist, A invertierbar ist äquivalent mit Determinante von A ist ungleich 0. Sie können rausfinden, ob Ihre Matrix invertierbar ist oder nicht, indem Sie die Determinante ausrechnen. Ist die Determinante 0, können Sie nicht invertieren. Geometrisch, anschaulich heißt das ja, Faktor 0, was heißt das denn? Wenn Ihr Volumen Faktor 0 ist, Sie fangen mit irgendeinem ordentlichen Parallelogramm an oder Spat
Und am Ende kriegen Sie was raus, was Volumen 0 hat. Was kann das geometrisch nur bedeuten? Sie machen das so, als seien Sie gelangweilt. Das ist doch spannend. Das ist kollabiert. Die beiden Seiten des Parallelogramms müssen danach, egal welche Richtung, aber sie müssen in die gleiche Richtung zeigen, weil dann wird keine Fläche mehr aufgespannt. Wenn also alle Vektoren der einen Richtung und alle Vektoren dieser anderen Richtung, dieser richtig verschiedenen Richtung, auf die gleiche neue Richtung abgebildet ist, wie wollen Sie das invertieren, wenn Sie dann nur wissen, dass hier etwas gelandet ist, wo es hergekommen ist? Es kam ja möglicherweise von da oder von da. Also die Abbildung mit Determinante 0 verlieren einfach Informationen. Die bilden verschiedene Urbilder auf das gleiche Bild ab. Es kollabiert die ganze Fläche da in diese Gerade. Und wenn Sie dann was invertieren wollen, das heißt also, Sie haben ein Abbild, irgendwas auf der Geraden, Sie können nicht mehr sagen, wo es herkam, weil es irgendwo aus der Fläche gekommen sein kann. Und deswegen funktioniert es eben nicht. Die invertierbar geht nur, wenn die Determinante ungleich Null ist. Das Volumen darf sich ändern, es darf kleiner werden, die dürfen sozusagen näher aneinander liegen, aber sie dürfen nicht kollabiert sein. Und in zwei Dimensionen haben Sie zwei Vektoren und wenn die dann genau, das, so habe ich das gemacht, die sind jetzt parallel. Das heißt, das Bild des ersten Basisvektors und das Bild des zweiten Basisvektors sind parallel. Ich habe das einfach mit zwei multipliziert, den habe ich doppelt so lang gemacht, dann wusste ich, dass es nicht funktionieren könnte. In zwei Dimensionen müssen die beiden parallel sein. In drei Dimensionen haben Sie eine Matrix mit drei Spalten und dann braucht jetzt nicht einer parallel zu dem anderen sein. Es reicht, wenn der in der Ebene der anderen beiden liegt. Und das ist das, was Sie sagen. Wenn Sie linear abhängig sind, dann sind die alle in einer Ebene. Und dann ist kein Volumen da und dann ist nicht invertierbar. Sie können es da noch schlechter sehen. Hier können Sie ja direkt sehen, oh, doppelt so viel von dem, boom, null. Bei drei muss man halt gucken, ob es eine Linearkombination gibt. So, die Formel für die 3-Kreuz-3-Determinante schreibe ich Ihnen jetzt nicht noch an. Die lesen Sie nach, die brauchen Sie für die Hausaufgabe. Das ist einfach nur wieder irgendwelche Zahlen. Das können Sie nachlesen. Da lernen Sie nichts Neues. Was Sie brauchen, ist diese Formel, um sie anzuwenden und auch die Erkenntnis, es ist invertierbar, wenn die Determinante ungleich Null ist. Und natürlich die Erkenntnis, dass die Determinante das Volumen verändert. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie schnell wegrennen? Wir sind uns einig, wir wollen schnell wegrennen. Dann können wir auch abschalten. Da, 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 da.